Hallo, ich bin Christoph Keller, Autor und Herausgeber ziemlich vieler Bücher. Erwähnen möchte ich Der beste Tänzer von 2003 und jüngst 2020 Jeder Krüppel ein Superheld, der bei Limmat erschienen ist, wie auch das neue Buch. Und dann klingelst du bei mir Geschichten in leichter Sprache. Dies ist auch für meinen Katalog ein sehr spezielles, besonderes Buch. Ich kann ganz voller Stolz sagen, ein Buch wie dieses gibt es noch gar nicht. Was ist es für ein Buch? Es ist ein Sammelband, eine Anthologie und eben mit Geschichten in leichter Sprache. Leichte Sprache heißt auf der einen Seite, es ist eine sehr, sehr reduzierte Sprache. Es gibt sehr strenge Regeln. Also so zum Beispiel nur einen Satz pro Zeile und dieser Satz muss möglichst kurz sein. Dieser Satz soll nicht mehr als eine Information beinhalten und schon geht es auf die nächste Zeile und geht in diesem Takt weiter. Gibt aber noch viele andere einschränkende, aber auch befreiende Regeln. Ich habe 13 renommierte Schriftstellerinnen und Schriftsteller, alle aus der Schweiz, diesem Schweizer Buch, angefragt. Und ich bin dabei sehr, wie sagt man heute, divers vorgegangen, nachhaltig sowieso, und habe sehr eigenwillige Leute angefragt, die wirklich ihren Stil haben und die dann eben damit herausgefordert waren, ihren Stil zu nehmen und etwas Leichtes zu schreiben. Und ich glaube, das ist allen sehr, sehr gelungen. Und dazu habe ich Texte aus der Weltliteratur, bestehende Texte ausgewählt, von denen ich denke, sie sind zwar nicht leicht, nicht den Regeln entsprechend, aber sie kommen der Idee der, sagen wir mal, Leichtigkeit der Literatur sehr entgegen. Und diese sind durch den Band gestreut. Und die Funktion von diesen Texten ist eben zu betonen, hier geht es nicht um ein Lesebuch, das sich sozusagen nur Beeinträchtigte anlachen sollen, sondern das ist ein Buch für Literatur- und Sprachinteressierte.